Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch heute wieder. Und dieses Bild ist was Besonderes für mich. Das habe ich nämlich genau so geträumt. Haltet mich für verrückt, aber unterm Gestalten, unterm Malen, unterm Kleben dachte ich mir, komisch. Und ja, das ist ein ganz besonderes Bild für mich und es wird es auch bleiben, weil das ein Traumbild von mir ist. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Ansehen, wie dieses Bild entstanden ist. Ja, hier wieder, wie immer, der Anfang mit der Farbe. Und ihr seht, ich trage die Farbe pur auf und dann verziehe ich das Ganze und verstreiche das Ganze nochmal mit Wasser. Hier habe ich einen Blauton. Und ihr müsst keinen spitzen Pinsel nicht haben. Ihr seht, ich mache das einfach mit dem alten Pinsel. Da entstehen dann auch immer ganz tolle Strukturen. Nebendran habe ich dann schon was am Hintergrund gemacht beim nächsten Blatt. Und auch diese Farbe habe ich damit verwendet, nur verdünnt. Und wieder diese Sonne. Irgendwie bekomme ich die nicht unter. Die nehme ich immer wieder mal, aber fühlt sich nicht gut an. Und ihr seht, ich probiere hin und her, welche Farben ich da jetzt grundsätzlich mal haben möchte. Habe ja sehr, sehr viele Reste. Das ist ein Rest, den habe ich, da habe ich ein Papier gemacht für meinen Enkel. So ein Buch habe ich da gestaltet. Da gibt es auch ein Video davon. Und das ist ein Rest davon. Ja, und da schneide ich mir einfach jetzt so zicki-zacki Rundungen. Und die versuche ich jetzt so zu drapieren, dass mir gefällt. Schneide noch was weg, lege es nochmal anders hin. Also macht es wirklich so, bis euer Bauch sagt, okay, das passt. Und ich habe eingangs schon gesagt, das ist was Besonderes für mich, dieses Bild. Das ist mein Traumbild. Ich habe davon geträumt. Und das ist eigentlich so, ja, geträumt. Man könnte auch sagen, das Unterbewusstsein hat gearbeitet. Das macht es nämlich ganz oft bei mir nachts. Da fallen mir die unglaublichsten Sachen ein. Hin und wieder stehe ich dann auf und beginne zu malen. Oder zu gestalten. Und komischerweise, wenn ich dann nicht aufstehe und ich einfach zu müde bin, dann weiß ich das aber am anderen Tag noch. Also wenn man träumt, dann weiß man ja viele Sachen nicht. Vielleicht ist es dann auch kein Traum. Ich weiß es nicht, aber es ist für mich ein ganz besonderes Bild geworden. Das ist mein, ich sag's, Traumbild. Das wird also wirklich etwas Besonderes für mich bleiben. Auch die Farbkombination, ich finde es schon sehr, ich finde es total schön. Und hier seht ihr jetzt ein Stück von dem Abrollen von der Geliplatte. Hier mein Stanzer und jetzt stanze ich das aus und dann habe ich gesehen, ups, nicht richtig getroffen, aber egal, auch wenn so ein Stück fehlt. Das macht es oft noch viel schöner, habe ich für mich festgestellt. Also bezieht dann alles mit ein. Und wenn ihr meint, oh, das ist nicht richtig, lasst es doch ganz einfach so, wie es in dem Augenblick geworden ist. Manchmal stellt sich nämlich heraus, dass das eben genau das Richtige ist und nicht das, was wir vorher im Kopf hatten oder was ich vorher im Kopf hatte. Natürlich mache ich mir da so auch so meine Gedanken. Aber ja, manches lasse ich dann einfach nur kommen, nicht immer. Das kann auch ich nicht immer. Und das, wenn jemand sagt, immer, dass er das immer kann, das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Ja, jedem das sein. Aber naja, das ist eben ein Lernprozess, das laufen zu lassen. Und jeder Tag ist ja nicht gleich. Wenn ihr
Stress in der Arbeit hattet, wenn ihr Stress daheim oder einfach viele Sorgen, gesundheitlich angeschlagen seid, das drückt sich alles in dem aus, was ihr dann macht. Also bei mir ist es so und man erkennt sehr genau, wenn es mir gut gegangen ist und wenn es mir eben nicht so gut gegangen ist. Der eine oder andere von euch hat mir da auch schon mal einen Kommentar geschrieben, geht es dir nicht so gut? Ja, ihr seid da ganz wach und da seid ihr ganz richtig, ihr liegt schon richtig. Und ja, aber das ist normal. Das passiert euch, das passiert mir. Niemand ist jeden Tag gleich gut drauf. Niemand hat keine Probleme, möchte ich mal so sagen. Probleme gibt es immer. Allerdings ist es heute die Frage, wie gehe ich mit denen um? Lasse ich mich von den Problemen auffressen oder suche ich mir einen Weg, um diese Gedanken loszulassen, um das Ganze, ja, damit ich wieder frei werden kann? Mein Weg ist das Malen. Mein Weg ist es, mich mit diesen Sachen zu umgeben, die mir Freude bereiten und das zu machen in meinem stillen Kämmerlein, wo mich niemand stört, wo ich wirklich sein darf. Und das ist für mich Therapie, das bin ich und das brauche ich ganz, ganz dringend. Ich habe das jetzt wieder gemerkt, wenn es mir nicht gut geht, dann ist es so ein Anker für mich und ganz wichtig. Und es wird immer wichtiger, habe ich den Eindruck, je mehr ja, rundum einfach so passiert, je mehr mag ich mich und muss ich mich zurückziehen und einfach für mich sein dürfen. Also ich mag das, dass ich wirklich mal alleine bin. Und was toll ist, mein Lebensgefährte akzeptiert das, wie ich das machen möchte, holt mich auch manchmal aus meinem Schneckenhaus wieder raus. Was auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht zu sehr einigelt und gib mir Unterstützung, die ich brauche und manchmal auch einfach so einen kleinen Anstoß, hey, komm mal wieder raus hier, das reicht jetzt, ich möchte auch wieder was von dir haben. Sowas ist gut, wenn man so jemanden an der Seite hat. Manchmal unbequem, weil wenn man dann schon mal so in seinem Schneckenhaus ist, ja, dann ist es ganz schwer, da wieder rauszufinden oder einfach rauszuwollen. Weil es hier für mich einfach die heile Welt ist. Ja, sich der anderen Welt wieder zu stellen. Ja, jetzt habe ich wieder rumphilosophiert, wie ich so in manchen Videos das mache. Nicht immer, weil sonst würdet ihr wahrscheinlich schreiend davonlaufen. Aber, oder abschalten, je nachdem. Ich will euch nur sagen, lasst es euch gut gehen. Das ist wichtig. Lasst es euch gut gehen und sucht für euch eure Nische, in der ihr sein dürft. Nicht mehr und nicht weniger. Aber lasst es auch zu, wenn eure lieben Menschen um euch wieder rausholen wollen und sollen. Vergesst die nicht. Ja, jetzt wieder der schwarze Rahmen. Das zeigt immer an, dass das Bild fertig ist. Ja, noch ein paar Detailansichten. Ja, und bis morgen. Tschüss.